Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir sind wieder zwischen den Jahren und es gibt einige Sachen, die wir noch dringendst vor 2022 machen müssen, also vor dem neuen Jahr. Falls du das gerade hier in irgendwie 4 Jahren von jetzt anguckst, dann ist es immer noch aktuell wahrscheinlich. Und zwar keine Panik, ich persönlich bin jetzt auch ein bisschen spät dran mit diesen ganzen Sachen, weil ich irgendwie davor noch super viel Schulstress hatte und jetzt erst dazu komme, mich wirklich auf das neue Jahr vorzubereiten. Deswegen kein Stress, falls du auch ein bisschen später dran bist und viel Spaß bei dem Video heute. Let's go! Die allererste Sache ist, ein Sorgenfeuer zu machen. Okay, was ist ein Sorgenfeuer? Ein Sorgenfeuer ist ein Feuer, an dem du deine Sorgen verbrennst. Ich setze mich gerne Ende des Jahres hin und schreibe alle meine schlechten Erinnerungen und Sorgen, die ich in dem Jahr hatte oder immer noch habe, auf. Mache sie dann auf Zettel und verbrenne sie dann in diesem Sorgenfeuer. Das ist jetzt auch gar nichts Spirituelles oder so, das ist wirklich nur etwas Symbolisches, würde ich sagen, dass ich einfach meine Gedanken und Sorgen rauslassen kann und in das neue Jahr schön entspannt, frei reinstarten kann. Ich habe es letztes Jahr sogar so gemacht, dass ich jeden Tag eine Sorge verbrannt habe, aber das war irgendwie ein bisschen aufwendig, also ich würde euch raten, das einfach mal einmal zu machen, einmal hinzusetzen, mich nochmal durch alte Tagebucheinträge durchzulesen, in der Galerie zu gucken, was ist dieses Jahr nicht so Gutes passiert, das aufschreiben und dann einfach symbolisch verbrennen und Tschüss zu diesen schlechten Erinnerungen sagen. Es gibt auch Leute, die das zum Beispiel auf Teller aufschreiben und dann diese Teller zerschmettern. Das würde ich jetzt nicht machen, weil das so ein bisschen Tellerverschwendung ist. Die zweite Sache, die du dringend noch am Ende des Jahres machen musst, ist dir mal selbst auf die Schulter zu klopfen und mal Danke und gut gemacht zu sagen. Ich weiß, auf meinem Kanal sind eher Leute, die sehr ehrgeizig sind und sich selbst so und selbst sehr hohe Erwartungen haben, auch an sich selbst stellen. Und trotzdem ist es dann auch mal schön, am Ende des Jahres zu gucken, was habe ich eigentlich erreicht, wann war ich glücklich, was habe ich eigentlich Gutes gemacht und dann zu sagen, okay Lara, du hast echt gut gemacht dieses Jahr, du hast tolle Sachen gemacht, hast durchgehalten, jetzt schließe ich am Ende des Jahres und das ist auf jeden Fall schon auch ein Erfolg. Dritte Sache, die wir auch noch dringend dieses Jahr machen müssen, ist einfach alles aufzuräumen. Ich liebe das eigentlich nochmal alles durchzugucken und dann auszumisten und fresh in das neue Jahr reinzustarten. Also Dinge, die du ausmisten könntest, wären zum Beispiel dein Zimmer, also hier generell, Schreibtisch, deine Lernzettel vielleicht aussortieren, dein Handy, deine Galerie, deine Apps, deine Freunde vielleicht, Bücher und diese dann verkaufen oder verschenken, Klamotten, Kleidung, diese verkaufen, verschenken, Schmuck. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es noch einige Sachen, die du da irgendwie ausmisten kannst, vielleicht an jemand anderen geben kannst, der dann ein besseres Zuhause für dieses Teil hat. Was ich aber vor allem gern mag, ist eben meine Galerie auszumisten, weil nämlich der nächste Punkt ist auch, dass ich gerne nochmal so einen Jahresrückblick mache. Das mache ich vor allem gerne für meine Familie, dass ich mir nochmal meinen Laptop nehme und die Sachen reinziehe, Bilder, Videos und dann sowas Lustiges, Schönes zusammenschneide, was wir dieses Jahr alles gemacht haben, was so passiert ist. Außerdem gehe ich auch immer gerne durch meine ganzen Notizen durch auf meinem Handy und gucke, was habe ich dieses Jahr so gedacht, was kann ich vielleicht jetzt mal wegschmeißen, verbrennen oder war es vielleicht nochmal sinnvoll, in die Hand zu nehmen und nochmal drüber nachzudenken. Der nächste Punkt ist auch noch, die neuen Dinge rauszusuchen, auf die du dich 2022 freuen kannst. Also wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen Hobby oder mit neuen Zielen, die du dir setzen möchtest und dementsprechend dann auch neue Systeme und Gewohnheiten. Ich habe einfach gemerkt, dass sich Ziele setzen an sich nicht so viel bringt, wenn man eben dann auch nicht direkt handelt. Das heißt, einfach zu sagen, ich möchte nächstes Jahr 10 Kilo abnehmen oder so, ist vielleicht nicht so ein gutes Ziel, weil man dann einfach nicht dieses Greifbare hat. Oder zum Beispiel, ich möchte überall eine 1 haben, okay, cool, aber dann finde am besten einen Weg, wie das funktioniert. Und kein Problem, dafür seid ihr hier auf meinem Kanal, wo ich euch immer die Step-by-Step-Methoden gebe, wie ihr ein Ziel erreichen könnt. Und zwar könnt ihr euch dann einfach das Ziel mal angucken und überlegen, wie kann ich das Ziel erreichen? Und dann aufschreiben, okay, was muss ich dafür nächsten Monat machen? Was muss ich dafür nächste Woche machen? Und was kann ich dafür schon heute machen? Also einen kleinen Schritt, den du schon heute machen kannst, um dein Ziel einen Schritt näher zu kommen. Manchmal ist es auch einfach nur schon einen Plan zu machen, wann du was machst, aber es ist immer auch gut, wenn du direkt auch schon heute anfängst damit, um einfach schon so in Aktion zu geraten und Erfolg zu haben und deswegen motiviert zu sein, weiterzumachen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Der nächste Punkt ist dann zu überlegen, was ist dieses Jahr gescheitert oder was war dieses Jahr vielleicht nicht so gut und warum habe ich meine Ziele eigentlich nicht erreicht, die ich mir dieses Jahr gesetzt habe. Ich sage das, weil ich ziemlich sicher bin, dass die meisten nicht ihre Ziele erreicht haben. Ich persönlich habe, glaube ich, auch nicht alle meine Ziele erreicht. Ich habe noch nicht meine Reflexion gemacht, aber ich bin mir sicher, dass ich nicht alle Ziele erreicht habe.
Und dann setze ich mich immer gerne hin und reflektiere darüber, woran das dann gescheitert ist, was ich vielleicht nächstes Jahr dann besser machen kann. Und das ist dann auch super direkt für den nächsten Punkt, wenn man sich Ziele setzt, zu gucken, wie kann ich vielleicht meine Ziele besser erreichen und welche Hindernisse muss ich irgendwie vermeiden und welche Systeme kann ich mir ausdenken, dass ich dann vielleicht in den Flow komme und das alles besser machen kann. Der nächste Punkt sind auch noch deine schlechten Gewohnheiten gegen gute Gewohnheiten auszutauschen. Ich sage das immer gerne so, weil ich das Gefühl habe, wenn man sich nämlich direkt eine Gewohnheit wirklich austauscht, dass man dann die gute Gewohnheit auch eher beibehält. Beispielsweise, wenn man zum Beispiel abends gerne nochmal eine Netflix-Serie guckt und das aber aufhören möchte und stattdessen gerne ein Buch liest, ist es einfacher, dann diese Gewohnheit auszutauschen mit Buchlesen, als diese Gewohnheit dann einfach komplett zu eliminieren. Und deswegen such dir eine schlechte Gewohnheit von dir aus und versuche diese mit einer guten Gewohnheit zu tauschen und zu replacen. Falls du da aber noch Inspiration suchst nach guten oder schlechten Gewohnheiten in deinem Leben, kannst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren, denn ich habe auch schon ein Video rausgebracht mit schlechten Gewohnheiten, die du eher aufhören solltest zu haben. Und dann kommt bald noch ein Video online mit guten Gewohnheiten, die es sich lohnt, aufzubauen nächstes Jahr. Falls du dich generell noch für das Thema Gewohnheiten, Reflexion, Ziele setzen, neues Jahr, planen, reflektieren, bla bla bla, das interessierst, kannst du auch sehr gerne meinem TikTok-Account folgen, wo ich momentan jeden Tag ein Video dazu hochlade. Vergiss auch nicht, meinen YouTube-Kanal hier zu abonnieren und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!